zweiter Teil. Nachdem wir in Cape Town waren, sind wir ja dann weitergereist nach Ganz Bay. Genau, wir sind in Ganz Bay angekommen, in einem super süßen Haus. Eine unbeschreibliche Location, wirklich. Das nennt sich Whale Tales. Das war beim letzten Video auch so. Das war echt so. Oh. Diese Kaffeemaschine. Wir sind in Ganz Bay angekommen und hatten dann eine unglaubliche Location. Das Ganze ist, ist ein ganz normales Wohnhaus von einem ganz, ganz süßen Pärchen, ein älteres Pärchen, die quasi im unteren Teil des Hauses die komplette untere Wohnung vermieten. Ist direkt am Meer und in dem Teil des Meeres davor, wie soll man das anders sagen, an der Küste, da schwimmen die Wale. Die Schlafzimmer sind alle zur Küste ausgerichtet. Man kann mitten in der Nacht die riesengroßen Walflossen, die da aus dem Wasser kommen und aufs Wasser schlagen, sehen und hören. Auch mitten in der Nacht, weil die halt so nah dran sind. War richtig, richtig nice. Ja, und dann sind wir von Ganz Bay nach Mossel Bay gefahren. Dort hatten wir dann unsere nächste Unterkunft, auch total sweet irgendwie. Das Restaurant war echt wunderschön da am Strand direkt, am Wasser. Das Restaurant, was wir da entdeckt haben dann, genau. Ne? Das war echt wunderschön. Und die Angestellten waren halt, also... Wir sind da angekommen und ich würde sagen, das war, er hat die ganze Zeit gesagt, er ist der Boss, ne? Genau, er hat uns dann begrüßt, so herzlich. Und die Sonne hat geschienen, es war direkt am Strand, es war ein wunderschönes Restaurant irgendwie. Und dann haben wir uns da einen Platz gesucht, so im Halbschatten. Und dann sind wir auch ein bisschen rumgegangen, haben Sachen gefilmt und plötzlich fangen die Küche war komplett offen. Ja. Und dann haben die angefangen zu singen. Die zwei Frauen, die in der Küche standen. So, und wollten auch gefilmt werden dabei. Also, die fanden es echt cool, so, dass wir da gefilmt haben. Und das war echt ein schöner Augenblick. Das war echt schön. No, no, Tige, oh Tige, Tige. Ging es dann weiter zum Forest Edge. Das klingt auch, könnte eigentlich auch ein Horrorfilm sein. Ja, Forest Edge. Das war irgendwie auch die größte Überraschung. Das war die größte, schon sagen. War es auf jeden Fall. Also wir sind dann da angekommen, auch wieder mitten in der Nacht, es war schon dunkel, auf dem Weg dahin. Man fährt also wirklich Ewigkeiten im Nichts durch die Gegend und dann auch wirklich lange durch ein Waldstück und dann kommt irgendwann, steht man einfach vor einem Tor. So. Und dann klingelt man da an und dann geht dieses Tor auf und dann steht da eine ältere Dame und empfängt einen mit einer Herzlichkeit. Dann haben wir uns da hingesetzt und haben dann unsere Instruction bekommen. Da wurde uns dann gesagt, so ja, hier lebt die Black Mamba, die grüne Mamba, das und das Tier und das kommt mal ab und zu vorbei und wenn dich das beißt, bist du halt tot. Aber das wurde uns halt wirklich genau so gesagt. Es ist natürlich alles vollkommen überspitzt, ne? Und das ist... kein Tier der Welt, das hat sie uns auch gesagt, greift einen einfach so an. Das passiert nicht. Ja? Auch die Spinnen, die da sind, sind nun mal groß, aber die würden einem nie was tun. Und selbst wenn sie einem was tun, ist es nicht schlimmer als ein Bienenstich. Ne? Wir sind jetzt hier gerade angekommen und ich bin interessiert an Insekten und an jeglicher Art von Viech und auch von anderen Tieren. Wir sind hier jetzt seit 5 Minuten und... wir haben diese Spinne hier entdeckt gerade. Das ist Theodor. Haben schon Freunde gefunden. Wir haben schon Freunde gefunden, das ist wird auch gerne mal Hallo sagen. Ich bin ein riesen Fan von Spinnen. Deswegen darf jetzt auf jeden Fall da aufpassen, dass keine Moskitos reinkommen und das Ganze immer positiv sehen. Wir sehen das positiv, das ist unser Freund. Und wird uns auch nicht angreifen, er wird auch nicht auf unseren Kopf springen, wenn wir unter der Tür entlang gehen, denn es ist direkt über unsere Eingangstür. Nee, das wird nicht machen, weil der ist eigentlich nur jetzt hier, um uns zu begrüßen und um Moskitos für uns zu fangen, dass die uns beim Schlafen nicht stören. Ja, und ich habe Aaron gefragt, ob er vielleicht fangen möchte, wollte er jetzt nicht. Ja, und jetzt gucken wir halt mal, was wenn uns nach 5 Minuten sowas erwartet. Wir haben auch einen Alarm in unserem Haus, wenn hier nachts irgendwelche Bewegungen wahrgenommen werden, dann geht der Alarm los. Und dann sind wir da also rein, wir hatten dort kein Internet, aber man muss sagen, das ist unsere Schuld, denn das stand auch in der Beschreibung. Ja, genau. Ja. Also das stand definitiv in der Beschreibung und wir waren dort dann für 2 Nächte. Im Grunde genommen eine richtig, richtig coole Angelegenheit.
alle Leute, die einfach mal abschalten wollen, die einfach mal auch das Gefühl haben wollen, abgekapselt zu sein, die einfach mal Natur genießen wollen, die, ich habe mich abends ins Bett gelegt und dann habe ich die Augen geschlossen und habe mir vorgestellt, dass ich unter freiem Himmel gerade im Wald liege. Ja. Und es hat sich 100% genauso angefühlt, mit diesen ganzen Geräuschen und das war... Das war schon auch schön, das war ein mega mit dem, mit dem Feuer drin und so, das war schon echt schön. Wir haben uns da drinnen abends dann ein Feuer gemacht und haben da zusammengesessen. Die haben Bücher da drin, in diesen Häusern sind ganz viele Bücher, es ist eine Büchersammlung und eine DVD-Sammlung mit einem DVD-Player und einem Fernseher direkt neben dem Kamin und dann... Auch die Klassiker, so Disney-Filme, mega, wir haben Ice Age geguckt, so auch richtig nice. Für alle Leute, die einen Roadtrip machen wollen durch Südafrika, checkt Forest Edge aus, so ist mega nice. Nach zwei Nächten dort haben wir uns dann auf den Weg gemacht nach Port Elizabeth. Auf dem Weg dahin sind wir noch auf den Markt gefahren, weil wir haben alle gesagt, ey, eine Sache dürfen wir auf keinen Fall auslassen, das ist ein afrikanischer Markt. Wir wollten einfach einen richtigen, traditionellen afrikanischen Markt sehen, wollten darüber gehen, vielleicht auch ein paar Souvenirs kaufen. Ich glaube, das war jetzt nicht so ein Markt, wie wir uns erhofft haben. Aber er lag auf dem Weg und er war cool. Könnt ihr kurz ruhig sein, bitte? Ich muss hier was aufnehmen. Danke. Jetzt geht's los. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht und zwar gibt es hier so ein Resort oder so ein Park. Da kann man Affen angucken und es gibt hier unter anderem auch noch dieses, das nennt sich Birds of Eden. Müsst ihr euch vorstellen, es sieht aus wie in Jurassic Park und ich glaube, so hört sich Jurassic Park auch an. Ich weiß, ihr hört, vielleicht hört ihr das. Es ist wie in einer anderen Welt hier. Es ist wunderschön. Hier leben zig verschiedene Arten von Vögeln. Hier kann man sich quasi mehr oder weniger frei bewegen. Die Vögel auch. Die sind auch sehr zutraulich, viele davon. Man kann ihnen sehr, sehr nahe kommen und die sind total witzig und süß. Wir haben jetzt gleich noch einen Roadtrip vor uns. Das sind so 3,5 Stunden Autofahrt und dann geht's morgen von da aus weiter mit dem Flieger. Wir sind hier gerade an der Blokens Bridge. Das ist hart, weil wenn man das schnell hintereinander ausspricht, kommt da schnell was Falsches bei rum. Wie auch immer, der höchste Brücken-Bungee-Jump der Welt. Der Plan war es, erst den Bungee-Jump zu machen. Dann hieß es aber, dass nur einer von uns springen kann. Das wollten wir nicht machen. Wenn, dann machen wir es alle zusammen. Also wenn, dann springen wir alle, nicht gleichzeitig. Das ging dann nicht. Dann haben wir uns entschieden, es gibt so eine Hängebrücke, die da drunter ist. Da kann man drüber hergehen. Das ging dann heute auch nicht mehr. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir konnten beides nicht machen. Aber trotzdem kann ich sagen, dass diese Brücke nur beim Anblick einem schon genug Adrenalin bietet. Alles passiert aus einem bestimmten Grund und alles ist für irgendwas gut. Und wenn wir das dieses Mal nicht machen, dann machen wir es halt das nächste Mal. Wir waren auf jeden Fall da und wir haben es gesehen und es ist unglaublich. Guckt euch diese Brücke an, da runter zu springen oder auch unter einer Hängebrücke da drunter herzugehen. Das ist Adrenalin pur. Wir haben ein paar Leute springen sehen. Die haben gesagt, das Gefühl ist unbeschreiblich. Ein paar von euch haben mir auf Instagram geschrieben und gesagt, mach's auf keinen Fall. Ist total schrecklich. Ich kann es nicht beurteilen, denn keiner von uns hat es gemacht. Leider. Wir sind dann von Port Elizabeth nach Johannesburg geflogen und von Johannesburg dann nach Skukuza. Das war so ein kleines Flugzeug, quasi ein Privatjet, sind wir nach Skukuza geflogen. Wir sind da ausgestiegen und es war, als würde einem jemand einen heißen Föhn ins Gesicht halten. Wir dachten, es wären die Turbinen. Ja, wir dachten, wir waren so, alles das gut. Sind auf jeden Fall nur das Flugzeug, es geht nicht anders. War es nicht. Nee. Wir sind, glaube ich, von nicht mal 20 Grad vielleicht. Nein, es waren so 22 Grad vielleicht. Am ersten Tag waren es 43 Grad. Wir haben dann da an das Auto gekommen und es war wirklich unglaublich heiß. Und dann sind wir losgefahren und dann sind uns direkt eigentlich alle möglichen Arten von Tieren begegnet. Ne? Wir haben das war auch eine große Überraschung. Wir haben alles gesehen. Ich auch nicht. Also direkt nach 10 Metern mussten wir anhalten, weil Elefanten über die Straße gelaufen sind. Ja. Und gefolgt von Giraffen, die am Straßenrand gegessen haben. Schildkröten, für die mussten wir auch anhalten natürlich. Also ich muss sagen, ich habe mich, als wir diesen Trip geplant haben, auf diese Bleibe am meisten gefreut. Und das war die Vorfreude wert. Ja, wir sind da reingekommen. Unfassbar schönes Haus, passt eigentlich überhaupt nicht in diese Location rein. Ultra designed, irgendwie alles sehr kalt gehalten, Beton, schlicht, me-
mega schlicht, aber trotzdem sehr edel, sehr hochwertig. Und dann kommt man da rein, ist da dieses riesengroße Wohnzimmer mit geradem Blick nach hinten raus. Irgendwie, da ist ein kleiner Pool. Da wurden er empfangen vom Hausherrn und von seiner Frau, die das Haus designt hat, auch. Total herzlich und total freundlich irgendwie. Und da haben wir dann wirklich so, wie die es beworben haben. Ich glaube, wir haben ein Haus, das ist im Nirgendwo und da stehen dann Zebras irgendwie im Garten. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen und deswegen fliegen wir jetzt dahin und gucken, ob das auch wirklich so ist. Wir hatten alle möglichen Arten von Tieren bei uns direkt im Garten, die uns teilweise aus der Hand gefressen haben. Unglaubliche Erfahrung. So eine Experience kann man eigentlich gar nicht mit Geld bezahlen. Das stimmt, das geht nicht. Dann hatten wir am nächsten Tag eine Safari. 4 Uhr sind wir aufgestanden. 4 Uhr sind wir aufgestanden. Um 4 Uhr morgens. Dann wurden wir da abgeholt und dann saßen wir 11 Stunden im Auto. Die Frau ist mit uns 11 Stunden durch die brennende Südafrika-Sonne durch den Krugerpark gefahren. Das war zu viel. Das war zu viel. Das war zu viel. 2 bis maximal 4 Stunden hätten es auch getan. Der Krugerpark ist nun mal riesengroß. Für uns steht auch fest, wir reisen nochmal dahin. Auf jeden Fall. Wir haben ein paar größere Projekte im Hinterkopf, die wir da gerne machen würden. Und dort waren wir 3 Nächte. Da hatten wir auch noch, da waren ja nicht nur die Zebras zu Besuch. Ja. Da hatten wir noch einen anderen Gast. An dem Abend, muss ich sagen, hat sich bewiesen, dass Aaron und ich richtige Männer sind. Das stimmt. Ich rede nicht von diesen ganzen Vorgarten-Rappern, die da draußen rumlaufen. Ich rede von richtigen Männern. Ja. Ich rede von Männern mit Haaren. Wir hatten halt Besuch von einer Spinne. Das ist voll groß. Das ist richtig groß. Cool gelöstes Ding. Warte mal. Die war echt groß, die sah auch echt gefährlich aus, aber es war halt kein Problem so, weil ich meine, wir sind 2 anderthalb gestandene Männer. Die war halt da und sind wir hingegangen, haben jetzt gesagt, ey Kollege, geht nicht, tut mir leid, zack, raus. Warum musst du uns den Abend verzichten? Gut, ja. Dann haben wir uns schlafen gelegt, alles easy. Ja, also wirklich, als wenn uns das jetzt irgendwie gestört hätte oder so. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, eigentlich kann die da bleiben. You got it? Nee, also die Spinne war also da. Und wir haben das ganz cool geregelt. Wir sind da ohne Scheu. Eine Sache ist uns mehr als bewusst geworden. Wir sind nach Südafrika geflogen und wir waren alle vorher noch nicht da. Ich habe immer gedacht, dass uns unglaublich viele Bilder erwarten, die uns prägen werden und die vielleicht auch den ein oder anderen neuen Gedanken in uns auslösen werden. Und genau das ist auch passiert. Ich bin dort angekommen, ich kann nur für mich sprechen und habe neben Kapstadt die Slums gesehen und habe tatsächlich Tränen in den Augen gehabt. Das hat mich unglaublich berührt. Das war etwas für mich, also sowas zu sehen, auch in dieser Größenordnung, in dieser absoluten Überdimension zu sehen, dass Menschen so leben und dass man, wenn man das ganz klar zerdenkt und sich da wirklich mal ganz lange drüber Gedanken macht, einem klar sein muss, dass unser Privileg, was wir haben, dass wir alle, ja, die jeden Tag zur Arbeit gehen und jeden Tag sich Gedanken darüber machen, dass ihr Internet nicht ordentlich funktioniert oder dass ihr Smartphone hingefallen ist und das Glas gebrochen ist, dass diese Probleme einfach unglaublich lächerlich und klein sind, wenn man sowas sieht wie das, was wir neben Kapstadt gesehen haben, nämlich die Slums. Das hat auf jeden Fall etwas in mir verändert. Und es hat auf jeden Fall mich ein ganzes Stück näher an die Realität wieder zurückgebracht. Und es hat was in mir ausgelöst. Dann dieser krasse Gegensatz. Die unglaubliche Herzlichkeit dieser Menschen. Die Offenheit dieser Menschen. Wir laufen da rum mit unserer Kamera und die Leute kommen, winken, bitten einen darum, dass man sie filmt, dass man ein Foto macht. Sie lächeln, sie sind dankbar. Die sind glücklich darüber, dass sie tolles Wetter haben, freuen sich über eine Flasche Wasser. Ich wurde das erste Mal in meinem Leben nach Wasser gefragt. Nimm mal bitte alle unsere Probleme, die mehr oder weniger Luxusprobleme sind, und pack die weg. Da bleibt einfach nicht viel über. Wir haben uns daran gewöhnt, uns mit Luxusproblemen zu beschäftigen und uns Luxusprobleme zu Problemen zu machen. Und das haben die Menschen nicht. Wenn wir gesund sind, geht's uns gut. So, und die meisten von uns sind gesund und alle Leute, die nicht gesund sind, denen wünsche ich, dass sie, oder wünschen wir, dass sie ganz bald gesund sind.
Und ansonsten geht's uns allen gut. Oder? Ja, Mann. Ja. Also, das war's von uns. Das war der zweite Teil von Südafrika. Unsere nächste Reise ist schon in Planung. Und wir freuen uns riesig drauf, so wie immer. Und ja. Das war's erstmal. Das war's von Achlein und Angelo. Ciao, ciao.